Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute zur Ringvorlesung Kunst am Markt zugeschaltet haben. Und ich danke Jochen Sander und Berit Wagner natürlich ganz herzlich für die Einladung und für die Vorstellung. Was soll dieser für unsere Begriffe nur notdürftig verpackte Kunsttransport? Wenn ein Vortrag über Adam Elsheimers Kreuzaltar angekündigt ist, erwarten Sie sicher eher ein solches, perfekt anmutendes Bild auf der Titelfolie. Ich habe mich dagegen entschieden, um Ihnen zu zeigen, dass das etwa zwischen 1603 und 1605 von dem gebürtigen Frankfurter in Rom gemalte Ensemble die wenigste Zeit der inzwischen vier vergangenen Jahrhunderte komplett war. Warum dies so ist und welche Mechanismen des Kunstmarkts in den verschiedenen Zeiten dabei eine Rolle gespielt haben, möchte ich Ihnen in 7 Kapiteln erläutern. Rom mit Exkurs nach Vesca oder der Auftrag des Geistlichen, Florenz oder für das Schlafzimmer des Fürsten, England oder die Kennerschaft des Diplomaten, immer noch England, 5. die Zufallsfunde der Kunstgeschichte, 6. Museum und Krieg oder Verhandlungen auf der Kippe und Rekonstruktion oder die wundersame Vervollständigung. 1620 kehrte Juan Gaston Pérez in seine Heimatstadt Huesca in Aragon zurück. Hier war er bereits 1611 zum Erzdiakon und Koadjutor der Kathedrale berufen worden, also quasi zum Stellvertreter des Bischofs für Verwaltungsaufgaben. Zuvor hatte Pérez etwa 14 Jahre lang in Rom gelebt, wo er die Bekanntschaft von Domingo Ursula, Dominicus a Jesus Maria, und Pietro della Madre de Dios machte, zwei Begründern der italienischen Niederlassungen der unbeschuhten Karmeliten, eines stark mystisch geprägten Reformzweigs des älteren Karmeliterordens. Sie machten ihn mit der karmelitischen Spiritualität vertraut, die auf Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz zurückging. Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker kennen Teresa von Avila zumeist von Berninis ekstatischer Skulptur in der Conaro-Kapelle von Santa Maria della Vittoria, einer Kirche, die während Pérez römischer Zeit ab 1608 für die unbeschuhten Karmeliten gebaut worden ist. Näher an der Vorstellung, die sich Pérez und seine Zeitgenossen von der spanischen Mystikerin gemacht haben dürften, ist sicher Peter Paul Rubens Darstellung der Heiligen. Von Rubens stammt auch das Bildnis des Dominicus a Jesus Maria, des Generaldefinitors der italienischen unbeschuhten Karmeliten, der 1604 nach Rom gegangen war und der 1620 als Feldgeistlicher an der Schlacht am Weißen Berg teilnehmen sollte. Den Sieg der katholischen Liga über die böhmischen Protestanten mit dem Winterkönig Friedrich von der Pfalz an der Spitze schrieb man einem von Dominicus aufgefundenen Bild der Geburt Christi zu, welches danach in die Kirche Santa Maria della Vittoria kam und dieser ihren Namen gab. Ich erwähne das, um Ihnen einen kurzen Einblick zu geben in die Zeit. Im Jahrhundert nach der Reformation formierten sich die Konfessionskirchen. Das Konzil von Trient stellte dafür die Weichen, unter anderem auch für eine Reform in der Priesterausbildung. Neue Orden, zu denen die Jesuiten, die Oratorianer, von denen wir ja in der letzten Woche im Zusammenhang mit Rubens gehört haben, oder eben die unbeschuhten Karmeliten gehörten, brachten neue Impulse. Ihre je verschieden ausgeprägte spirituelle Praxis trug zudem bei, was man heute als Gegenreformation gerne bezeichnet. In diesem Kontext gehört auch Elsheimers Kreuzaltar, dessen Mitteltafel eine himmlische Versammlung von Heiligen und Gestalten des Alten und Neuen Testaments zeigt. Deren Mittelpunkt ist das Kreuz, deren Zielpunkt aber eine Marienkrönung in gleißendem Licht. Heilige ältere Zeiten wie die Märtyrer Stephanus und Laurentius und die Kirchenväter Gregor, Hieronymus und Ambrosius im unteren Teil repräsentieren als Diakone, Bischöfe, Bischof, Kardinal und Papst zugleich die verschiedenen Ämter der Kirche.
hinter Nikolaus und den Ordensgründern Benedikt und Franziskus befinden sich Heilige, die mit jüngeren Orden assoziiert werden. Vielleicht auch Teresa von Avila, die allerdings erst ein gutes Jahrzehnt nach Entstehung des Kreuzaltars offiziell selig und dann heilig gesprochen werden sollte. Als Juan Gaston Perez im selben Jahr 1620 nach Andalusien zurückkehrte, bezog er ein geräumiges Haus und später ein noch größeres, in dem er ein Oratorium einrichtete. Eine Kapelle also, die mit Drucken und Gemälden geschmückt war, welche er aus Rom mitgebracht hatte. Von denen er, so heißt es, einige gekauft und andere von ihm im Auftrag gegeben worden waren. Als wichtigstes Werk seiner Sammlung wurde die Kopie eines Gnadenbildes aufgeführt, welches von den unbeschuhten Karmeliten in Neapel verehrt wurde. Nach dem Tod im Jahr 1644 hinterließ Perez seine Sammlung dem Colegio de San Alberto, einem theologischen Kolleg, das 1627 von den unbeschuhten Karmeliten in Huesca gegründet worden war. Die zum Kolleg gehörige Kirche besaß zwei Nebengebäude, eine Sakristei und ein Oratorium, wieder also ein Gebetsraum, der von einer Kreuzbruderschaft benutzt und von dieser mit einem Bildprogramm ausgestattet worden ist. Dieses war vollständig der Verherrlichung des Kreuzes gewidmet. Und jetzt müssen Sie aufpassen. Das wichtigste Ausstattungsstück dieses Oratoriums war ein kleines Retabel aus Ebenholz mit Darstellungen der Auffindung des Heiligen Kreuzes. Es bestand aus 7 Bildern, von denen das Zentrale am größten war und die als so gut gearbeitet beschrieben wurden, dass Kunstexperten es wohl 3000 Silber-Escudos schätzen würden. Dieses und andere Werke seien, so wird in der 1679 verfassten Quelle erwähnt, vom größten Förderer des theologischen Kollegs, eben Juan Gaston Perez, gestiftet worden. Der Kreuzaltar führte im ersten Leben sozusagen ein Doppelleben. Denn dass auch das in Huesca befindliche Werk mit Adam Elsheimers Name in Verbindung gebracht worden sein könnte, lässt ein Zitat des aragonesischen Malers und Kunstschriftstellers Giuseppe Martinez vermuten. Der kommt ganz aus der Nähe von Huesca. Dieser hatte in seinem Kunsttraktat eine Glorie von der Hand eines flandrischen Malers, genannt Adam del Samar, beschrieben, welche er in einem nicht näher verorteten Palast gesehen habe. Der Kunsthistoriker Karl Justi hat im 19. Jahrhundert den nach Gehör geschriebenen Namen Adam del Samar erstmals mit Adam Elsheimer in Verbindung gebracht. Dies stellt die Forschung bis heute vor das Rätsel, wo denn Martinez Elsheimers Glorie con infinidad de figuras, Verherrlichung mit unzähligen Figuren, gesehen haben könnte. Man weiß, dass Martinez zwischen 1620 und 1632 in Italien lebte und in Rom und Neapel die Bekanntschaft von Guido Reni und Giuseppe de Ribera machte. Ein Aufenthalt in Florenz ist allerdings nicht belegt. Dorthin aber war der Kreuzaltar bereits im Dezember 1619 verkauft worden. Das bringt uns zum zweiten Leben des Kreuzaltars. Aus dem Gefängnis, in dem er aufgrund der Anklage, Artemisia Gentileschi vergewaltigt zu haben, einsaß, schrieb Agostino Tassi am 25. August 1612 einen Brief an Lorenzo Usumbardi, dem Sekretär des jungen florentinischen Großherzogs Cosimo II. Er habe, so Tassi, die Bekanntschaft eines spanischen Herrn gemacht, der einige Bilder von der Hand des Adama Tudesco besitze, die das Leben der heiligen Helena und ein Paradies zeigten. Zitat, alle auf Kupfer und mit zahlreichen Figuren, so außerordentlich schön, wie man sie nur machen kann. Der Eigentümer habe das Werk eigentlich dem spanischen König anbieten wollen. Doch er, Tassi, konnte ihn überzeugen, es zunächst Cosimo de' Medici zu offerieren. Der war interessiert. Woraufhin Usumbardi Tassi wissen ließ, sich mit dem Botschafter in Florenz, also dem Botschafter
dem Botschafter der Medici in Florenz, Piero Guicciardini, in Verbindung zu setzen. Tassis Brief an Guicciardini enthielt nicht nur die Versicherung, dass die Tafeln in guten Farben und von guter Hand gemacht seien, sondern auch den Namen des Eigentümers, Signor Giovanni Perez. Die Geschichte in Huesca kennen, darf es nun durchaus als wahrscheinlich gelten, dass Perez auch tatsächlich der Auftraggeber war. Irgendwann zwischen 1603 und 1605 mag er auf Adam Elsheimer getroffen sein, der seit dem Jahr 1600 in der ewigen Stadt wohnte, dort heiratete und zum Katholizismus konvertiert war. Jetzt kommt er, um den Weg des den Wert des angebotenen Kunstwerks zu prüfen, beurteilte es der florentinische Maler Ludovico Gigoli, dessen Urteil Piero Guicciardini notierte. Es war vernichtend. Das ganze Werk ist an sich schön, aber es scheint Herrn Ludovico nicht so einzigartig, wie normalerweise Werke sein sollten, um in die Hand eines so großen Fürsten zu gelangen. Es ist eher trocken und mühsam gemalt, als dass es unter den Werken dieses Meisters zu den besseren gezählt würde. Der Großherzog erhielt natürlich eine Reinschrift geschickt mit einer detaillierten Skizze des Werks samt Maßangaben und alphabetischer Legende, die links beginnend das Bildprogramm erläuterte. A. Das ist ein Bildchen mit mehreren Figürchen, wie die heilige Helena von Rom abreist. B. Wie sie in Jerusalem ankommt. C. Wie sie das Kreuz suchen lassen. D. Wie sie es finden. E. Wie Heraklius das Kreuz zu Pferde trug und nicht einziehen konnte. F. Wie er abstieg und mit ihm zu Fuß eingezogen ist. Und G. Neues und Altes Testament mit vielen Figuren. Das Urteil aber war gefällt und der Kreuzaltar blieb unverkauft. 7 Jahre später aber erinnerte sich Guicciardini an den Vorgang, als er im Auftrag Cosimos II. Offenbar dringend auf der Suche war nach Gemälden Adam Elsheimers. Der Botschafter hatte gehört, dass der Spanier in finanziellen Schwierigkeiten steckte und Rom verlassen musste, sodass sich eine besondere Gelegenheit bot, das Werk günstig zu erwerben. Günstig war allerdings relativ, denn der Eigentümer hatte die extrem hohe Summe von 3.000 Scudi aufgerufen, von der sich Guicciardini allerdings sicher war, sie um 2/3 herunterhandeln zu können. Zum Vergleich, Rubens Altarprojekt für Santa Maria in Vallicella war mit 450 Scudi veranschlagt worden, wovon der Flame der Kongregation der Oratorianer sogar noch einen Teil spendete. Für den Florentiner Botschafter war Eile geboten, dennoch wollte er sich in Bezug auf die Beurteilung des künstlerischen Wertes absichern. Hinzugezogen wurde Kardinal Francesco Maria del Monte, der schon Berater von Cosimos Vater Ferdinando de' Medici gewesen war und als Förderer von sowohl Galileo als auch Caravaggio und Sammler niederländischer Kunst bekannt war. Del Monte nun empfahl den Ankauf, worauf der Kreuzaltar ganz schnell nach Florenz geschickt werden konnte. Hier beschreibt ihn Guicciardini als Altar in Form eines Reliquiars mit verschiedenen Kupfertafeln. Das Werk gilt als berühmt und konnte zu dem sehr günstigen Preis von 800 Scudi erworben werden. Gut verpackt und hergerichtet schicke ich es. Und ich würde sehr gern hören, dass es den Vorstellungen des gnädigsten Herrn entspricht, wie ich hoffe, weil seine Durchlaucht ein Werk dieses Mannes wünschte, der schon so jung gestorben ist und deshalb wenig gemacht hat. Die neue Trophäe und hochgeschätztes Stück, als neue Trophäe und hochgeschätztes Stück bewahrte Cosimo II. Es in seinem Schlafzimmer auf. Er starb bereits im Februar 1621 und vererbte es seinem Sohn und zukünftigen Nachfolger Ferdinand II., dessen Vormundschaft die Mutter Maria Magdalena von Österreich innehatte. Einige Jahre später, etwa 1625, setzte man die Kupfertafeln in eine Rahmung ganz aus Stein ein.
In Zusammenhang mit Philipp Heinhofer hatten wir ja schon gehört, dass diese Technik des Steinmosaiks in Pietradura besonders am Florentiner Hof gepflegt wurde. Dies geschah, weil der zukünftige Großherzog oder seine Mutter Elsheimers 7 Bilder seinem Onkel Carlo de' Medici zum Geschenk machen wollte. Vorstellen kann man sich das Ergebnis entweder ähnlich wie die Rahmung eines Silberreliefs, das damit Andachtsbild und Kunststück zugleich ist. Und vielleicht noch näher kommt man der Florentiner Ästhetik mit einem Blick auf ein solches Prunkkabinett, das für ein Mitglied der Familie Medici hergestellt worden ist. Wie lange Carlo de Medici den Kreuzaltar in seinem Besitz hatte, wissen wir nicht. Der nächste Hinweis auf seinen Verbleib stammt etwa aus dem Jahr 1660, und zwar aus England. Das ist das nächste Leben. At the Restoration, also 1660, if not before, the Norfolk House possessed the seven-panel series. Dies behauptet leider ohne Quellenangabe David Haworth in seinem detailreichen Buch über die Sammlungen und Kontakte von Thomas Howard, den Earl of Arundel. Der Diplomat und überaus kunstinteressierte Mäzen und Sammler war tatsächlich mehrmals in Italien gewesen. Er kann den Kreuzaltar aber nicht, wie sich in der Literatur dank der Autorität von Haworth in der Literatur etabliert hat, im Tausch gegen einen seiner 30 Holbein-Gemälde erhalten haben. Um ein solches hatte ihn nämlich Cosimo II. Im Dezember 1620 brieflich gebeten und ihm dafür im Tausch ein Bild eines beliebigen italienischen Malers versprochen. Tatsächlich gelangte das Bildnis des Richard Southwell aus Howards Besitz nach Florenz und diskutierte man dort im Frühjahr 1621, also kurz nach dem Tod Cosimos, was im Gegenzug nach England geschickt werden solle. Da wir aber wissen, dass Kardinal Carlo de' Medici Elsheimers Werk 5 Jahre später in seinem Besitz hatte, kann es eben nicht der Kreuzaltar gewesen sein. Völlig ausschließen, dass Arundel auf anderem Weg in Besitz des Kunstwerks gekommen sein könnte, ausschließen können wir nicht. Er besaß nämlich nicht nur ein dezidiertes Interesse, nicht nur für die Antiken, sondern auch für niederländische und deutsche Kunst und sammelte Gemälde von Dürer, darunter die heute im Städel befindliche Fürlegerin und ihr Pendant, das Wenzel Holler als Bildnis von Arundels Frau kopiert hatte. Rubens hatte Arundel bereits im Sommer 1612 in Antwerpen kennengelernt und über diesen womöglich aus erster Hand von Elsheimer erfahren. Denn mit jenem Elsheimer muss Rubens während seiner Zeit in Rom eng befreundet gewesen sein. Er schätzte seine Kunst hoch, sodass er einem gemeinsamen Freund, der ihm von Elsheimers Tod am 11. Dezember 1611 berichtet hatte, schrieb dem, dass ihn der Tod unseres geliebten Adam aufs Schmerzlichste getroffen habe. Die Malerschaft solle sich in tiefe Trauer hüllen und es würde ihr nicht leicht gelingen, einen Ersatz für ihn zu stellen, da es auf dem Gebiet der kleineren Figuren, der Landschaften und so viele andere Sujets niemals einen gegeben habe, der es ihm gleich getan hätte. Soweit Rubens. Nachweislich besaß der Earl of Arundel 3 Gemälde Elsheimers, das Reich der Juno, das Reich der Minerva und das Reich der Venus, die Holler ebenfalls vervielfältigt hatte. Ein weiteres Gemälde, eine Latona, ist ebenfalls dank einer Reproduktion sowie schriftlich im Inventar seiner Witwe 1655 bezeugt. Da es vom Kreuzaltar, wenn er denn tatsächlich in Thomas Howards Besitz gelangt ist, keinen derartigen Nachweis gibt, bedeutet das zunächst einmal, dass er nicht wie die 3 Weltreiche nach Arundels Tod 1646 auf den Antwerpener Kunstmarkt gelangt ist, wo Holler eben
seine Reproduktionen angefertigt hatte und dass sie ebenso wenig mit der Witwe Arundels, Alitha Talbot, die selbst Sammlerin und Wissenschaftlerin war, mit ihr in die Niederlande gekommen ist, wohin sie kurz nach Ausbruch des englischen Bürgerkriegs übergesiedelt war. Nimmt man das Jahr 1660 ungefähr als gegeben an, so kommen die Enkel Thomas Howards in den Blick, der gleichnamige spätere fünfte Duke of Norfolk, dessen geistige Kapazitäten aufgrund eines Fiebers seit seiner Studienzeit eingeschränkt waren, und dessen Bruder Henry. Und jetzt wird es kompliziert. Denn dass sich der Kreuzaltar wirklich in Norfolk House befunden hat, wird durch keine mir bekannte Quelle belegt, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Es ist allerdings alles andere als unwahrscheinlich, dass es so war, denn der nächste bezeugte Besitzer, zumindest einiger Tafeln von Elsheimers Hauptwerk, ist ebenfalls ein englischer Adeliger. Thomas Newport. Der Baron Torrington besaß 1715 nachweislich die vier kleinsten Tafeln des Kreuzaltars. Newport dürfte die Gemälde wiederum von seinem Vater Francis geerbt haben, der in den 1680er Jahren seine Sammlung aufgebaut hatte. Und der könnte sie möglicherweise direkt oder vermittelt tatsächlich von den Howards erworben haben. Nach dem Tod des fünften oder sechsten Duke um 1680 rum. Für eine solche Verbindung spricht, dass sich in Thomas Newports Besitz 1715 auch zwei weitere Elsheimer-Gemälde befunden haben, die der Earl of Arundel einst besessen hat. Das Reich der Minerva und das Reich der Venus, die beide heute in Cambridge sind. Thomas Newport, Moment, vererbte die Gemälde womöglich seinem jüngeren Bruder Richard Newport, dessen Witwe, die Countess of Bradford, Mary Wilbraham, die vier Gemälde 1735 mit auf ihr Landgut Weston Park umzog. Die Reihenfolge in ihrem Inventar ist anders, als man das erwarten würde. Zuerst gibt es Trying the Cross, die Kreuzprobe, dann Invention of the Cross, dann Constantine Carrying the Cross und dann A Man Kneeling Before the Empress Helen. Dass man die Legende der zweiten Kreuzerfindung nicht mehr kannte, der zufolge der byzantinische Kaiser Heraklius Jahrhunderte nach Helena die Kreuzreliquie von den Persern zurückerobert hatte und sie zunächst zu Pferd nach Jerusalem bringen wollte, sondern man eben die Darstellung des Kaisers zu Pferd mit Helenas Sohn Konstantin dem Großen in Verbindung gebracht hat, spricht Bände. Anders als im Italien der katholischen Konfessionalisierung wusste man im anglikanischen England des 18. Jahrhunderts eben nicht mehr sofort, dass beide, die Heiligen Helena und Heraklius, mit der Kreuzesverehrung verknüpft waren. Elsheimers Tafeln waren nunmehr pure Sammlerobjekte, die man für ihre künstlerische Qualität, aber sicher auch aufgrund ihres Seltenheitswertes schätzte. Mary Wilbraham teilte ihren Besitz unter ihren drei Kindern auf. Nur über den Weg von zwei Tafeln sind wir sicher informiert. Diese erhielt der Sohn Thomas Newport, überließ sie aber sehr bald Algernon Coat, einem irischen Adligen, der wiederum mit seiner Schwester Diana Newport verheiratet war. Dass diese bereits die anderen Bilder besaß, dürfen wir vermuten. Weil die Liste der Gemälde, die die älteste der Geschwister Lady Anne Bridgman, geborene Newport, bekommen hatte, eben keine entsprechende Nennung beinhaltete. Machen wir einen Sprung. Spätestens mit der diversen Vererbungen auf den britischen Inseln ist der ursprüngliche Zusammenhang von Elsheimers sieben Kupfertafeln verloren gegangen.
oder gar ein Bewusstsein für ihre ursprüngliche Funktion im Kontext katholischer Liturgie und Kreuzesfrömmigkeit. Nun schlägt die Stunde der Kunstgeschichte. 1880 schrieb Karl Justi, Professor in Bonn und Experte für spanische Malerei, einen Brief an Wilhelm Bode und der nach 1914 dann bekannter Wilhelm von Bode genannt werden durfte. Bode hatte gerade eine erste monographische Arbeit zu Adam Elsheimer veröffentlicht, den er mit dem römischen Maler deutscher Nation betitelt hatte. Justi hatte im Kunsttraktat des spanischen Malers Giuseppe Martinez von einer Gloria con Infinidad de Figuras gelesen und identifizierte, wie eingangs bereits erwähnt, den Namen Adam Delsamar als Adam Elsheimer. Die Glorie mit einer Fülle an Figuren sei von ihrem Ausdruck, so schreibt Martinez, von so viel Ausdruck, Würde und Gegensätzen dasselbige Kenner wie Nichtkenner in Erstaunen versetzt. Der große Maler, in dessen Gefolge Martinez das Bild in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Gesicht bekommen hatte, hielt es für so trefflich und so wohl durchdacht, dass er nicht glaube, es könne etwas Besseres gemacht werden. Gewiss sei, und jetzt folgt der Topos des kleinen Formats, der uns bereits begegnet ist, gewiss sei, dass es, wenn man die Figuren in natürlicher Größe aufführte, alle bisherigen Gemälde hinter sich lassen würde. Soweit Martinez. Eine nähere Vorstellung von dieser Glorie eröffnete ein Fund, den der niederländische Archivforscher Johannes Albertus Franciscus Orban mehr als 40 Jahre später in Florenz machte. Auf weniger als zwei Seiten veröffentlichte er Paraphrasen der eingangs bereits kennengelernten Dokumente rund um das Angebot, die Ablehnung und schließlich den Ankauf von Elsheimers Kreuzaltar durch Cosimo de' Medici. Und Orban transkribierte eine ausführliche 1619 verfasste Beschreibung der Ikonografie. Die Handskizze Guicciardinis, die Orban eben in diesem Zusammenhang ebenfalls gefunden hatte, diese abzubilden und damit ein unmittelbares Verständnis von der Gesamtorganisation der Arbeit zu vermitteln, das überließ Orban dann Heinrich Weizsäcker. Der ehemalige Assistent Wilhelm Bodes, der 1891 bis 1904 zunächst gemeinsam mit Heinrich Pallmann, Direktor des Städtischen Kunstinstituts, gewesen war, hatte sich bereits einen Namen als Elsheimer-Experte gemacht. Seinem Buch über den Künstler, dessen erster Band 1936 erschien, gab er den Untertitel Der Maler von Frankfurt. Bodes römischen Maler deutscher Nation bestimmte Weizsäcker damit zunächst nur von seiner geografischen Herkunft her. Dem dokumentarisch bezeugten Kreuzaltar widmete er eine sehr ausführliche Besprechung, indem er auch erstmals den Bogen zum Martinez-Zitat schlug. Daneben publizierte er eine kleine Kreuztragung Christi aus dem Besitz von Sir Alec Martin, dem Direktor des Londoner Auktionshauses Christie's. Diesen ikonografischen Fauxpas korrigierte sehr bald Andrew Pegler in einem Artikel über Iconographical Exactitude, ziemlich beiläufig, ohne sich allerdings für die Konsequenz, nämlich den Zusammenhang mit dem Altar zur Kreuzlegende, zu interessieren. Damit sind wir im Jahr 1939. Ein Jahr zuvor, am 11. Februar 1938, waren in London drei Gemälde Elsheimers zum Aufruf gekommen. The Conversion of Saul, der Saulusstotz, gemeinsam mit Jacob's Dream, dem Jakobstraum, sowie The Resurrection, eine Auferstehung? Nicht Alec Martin von Christie's, sondern James Byam Shaw zählte die vorhandene kunsthistorische Information zusammen und veranlasste, dass seine Kunsthandlung Colnaghi das Gemälde schließlich ersteigerte.
Colnaghi begann sogleich mit den Ankaufsverhandlungen, doch bevor ich dazu komme, noch eine Information. Elsheimers Gemälde, das Byam Shaw natürlich sofort mit dem Hauptbild des Kreuzaltars identifiziert hatte, stammte ebenso wie die beiden anderen Bilder von Norfolk House, dass der inzwischen 16. Duke of Norfolk, Bernard Fitzalan Howard, im selben Jahr noch verkauft hatte. Diese Provenienz darf damit durchaus als Argument dafür gelten, dass der berühmteste Vorfahre, der Earl of Arundel, die Elsheimer Gemälde einst nach England gebracht hatte. Die genaue Untersuchung am Objekt, die ich in den letzten Jahren gemeinsam mit Christiane Weber durchführen konnte, birgt nicht selten Überraschungen. Und natürlich heißt hier unten die Unterschrift nicht Lafayette, sondern Foto Christiane Weber. Im unteren Teil, unteren rechten Teil der Rückseite entdeckten wir nämlich einen Stempel mit Reichsadler, Hakenkreuz und der Inschrift München, Flughafen, OWF. Die Recherche zeigte schnell, dass der Flughafen München-Oberwiesenfeld im Sommer 1939 vom Flughafen München-Riem als Hauptflughafen der Stadt abgelöst worden ist, um fortan an militärischen Zwecken zu dienen. Da war ich wirklich wie vom Blitz getroffen. Denn der Stempel bedeutete, dass Elsheimers Gemälde bereits vor dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sein muss. Während im Inventarbuch und auf allen Labels steht, dass das Gemälde erst 1950 von Kunsthandel Colnaghi in London erworben worden ist. Der Gang ins Archiv bestätigte die Vermutung und bot Einblick in eine ganz unglaubliche Geschichte von Verhandlung, Begeisterung, Stillstand und in Kriegszeiten einem ziemlich peinlichen Zustand, der mit großem Vertrauensverlust einhergehen und einem doch abschließend unerwartet guten Ende, die ich Ihnen leider nur ganz kurz erzählen kann. Am 21. April 1938 landete das Gemälde tatsächlich an Bord eines Flugzeugs in Oberwiesenfeld. Colnaghi hatte nämlich zunächst mit den Staatsgemäldesammlungen in München Kontakt aufgenommen und das Bild dorthin zur Ansicht geschickt. Gedacht war an einen Tausch gegen einen Van Gogh, den man aber in München dann doch nicht hergeben wollte, später aber anderseitig veräußerte. Dies erfahren wir aus einem Brief eines der drei Direktoren der Kunsthandlung Colnaghi, Gustavus Meyer, an Ernst Holzinger. Holzinger hatte eigentlich aus München kommend 1938 die Nachfolge des dann doch entlassenen Georg Swazenski als Direktor des Städelschen Kunstinstituts angetreten, wohl durchaus auf Empfehlung Swazenskis hin, da sein sachlicher Bewerbungsbrief eben nicht von Nazi-Parteigängerschaft zeugte, wie die mancher Mitbewerber. Er hat in der Folge durchaus eine zwiespältige Rolle gespielt, aber hier soll es allein um sein Agieren in der Sache der Gloria gehen. Nachdem im September 1938 absehbar war, dass die Münchner Museen vom avisierten Handel möglicherweise doch zurücktreten wollten, besuchte Gustavus Meyer Holzinger in Frankfurt. Man besprach die Sache persönlich. Der gebürtige Amerikaner und naturalisierte Engländer Meyer hatte in Deutschland studiert, was die Sache sicherlich erleichterte. Am Tag nach der nächtlichen Unterzeichnung des Münchner Abkommens, den 30. September 1938, schrieb Holzinger erleichtert nach London, war der drohende Krieg mit England doch durch die Angliederung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich scheinbar abgewendet worden. Mit seinem Angebot, ein Bildnis von Ferdinand Boll aus dem Städelbestand zu tauschen, hoffte er im Kleinen ebenso zu einem glücklichen Abkommen mit ihnen zu gelangen, schrieb er Meyer. Kurz darauf verzichtete Ernst Buchner, der Münchner Direktor, offiziell auf die Tauschoption, doch geht der Brief, der die Verhandlungen zugunsten von Frankfurt beschleunigt hätte, verloren. Nach Weihnachten im Januar 1939 fragt dann Holzinger bei Colnaghi nach und
bat um die Zustimmung, Elsheimers Gloria dann aus München nach Frankfurt transportieren zu dürfen. Obwohl Meyer das Bollgemälde ablehnt und seinerseits einen Renoir vorschlägt, die Verhandlungen also noch längst nicht abgeschlossen sind, kommt das Gemälde am 6. Februar 1939 im Städel an. Holzinger kann den Tausch gegen Renoirs lesendes Mädchen aufgrund der Besitzverhältnisse nicht zustimmen, woraufhin Meyer ihm eine Liste schickt. Er würde ihn auch gegen 2 Segantini tauschen. Gauguins Tahiti-Mädchen, dieses Bild wurde 1937 als entartet beschlagnahmt, wovon Meyer natürlich erstmal nichts wissen konnte. Renoirs Frühstück aber nur mit Aufzahlung in Mark oder Devisen. Nochmals doch Renoirs Frauenporträt. Degas. Moment. Die Musiker und das Orchester von Degas. Manets Croquet-Partie. Oder doch ein Madonnenbild von Cima de Conegliano. Da die meisten der impressionistischen Bilder zur Städtischen Galerie gehörten, konnte Holzinger nicht über sie verfügen. Ebenso wenig über den Manet, der Eigentum des Städtischen Museumsvereins war. Auch der Cima war aus dem Rennen. Die Administration genehmigte den Tausch gegen je ein Gemälde von Segantini, Manet und Courbet oder doch den Verkauf des Bolls. Dass plötzlich Courbet im Rennen war, lag daran, dass ein See im Bergwald aus dem Nachlass von Hugo Nathan 38 an das Städel kam, den Holzinger allerdings gerne auch eintauschen wollte. Der Name Manet bezog sich auf ein Bild des Bois de Boulogne, das eigentlich im Gedächtnis an Walter Rathenau dem Städel geschenkt worden war, dessen Echtheit aber angezweifelt worden war, sodass doch alles auf ein Bild von Giovanni Segantini hinauslief, für das Colnaghi, und zwar dieses, für das Colnaghi nur durch einen Zufall noch Verwertung habe. Die politische Lage im Frühjahr 1939 war so angespannt natürlich und die Kriegsgefahr so deutlich, dass Colnaghi zwischenzeitlich um Rücksendung des Gemäldes gebeten hatte. Die Nachricht erhielt Holzinger beim Wandern in der Schweiz und er reagierte sehr schnell mit dem Telegramm zurück an das Haus Elsheimer vorläufig doch nicht abschicken. Im Juli einigte man sich dann doch auf den Tausch der Gloria gegen Segantinis Hochgebirgslandschaft. Der Tausch selbst aber konnte nicht mehr durchgeführt werden, denn Ende Juli erfuhr Holzinger, dass private Verrechnungsgeschäfte mit England unzulässig seien und er schlug den Umweg über eine französische Firma vor. Tatsächlich schaltete Colnaghi die befreundete Kunsthandlung Knödler ein, die eine Niederlassung in Paris besaß. Und die schreiben eben, wir sind mit ihrem Vorschlag einverstanden, unser Elsheimer Bild La Gloria gegen das Bild von Segantini, die Hochgebirgslandschaft einzutauschen. Es wäre uns lieb, wenn die Angelegenheit möglichst schnell erledigt werden könnte, da unsere Saison jetzt zu Ende geht im Juli 1939. Im August 1939 kämpfte Holzinger mit der deutschen Bürokratie. Sein Antrag auf Genehmigung des Tauschs konnte nur gemeinsam vom Oberfinanzpräsidenten Kassel, Devisenstelle Frankfurt und der Reichsbank in Berlin genehmigt werden. Am 28. August 1939 forderte Colnaghi dann doch, das Bild endgültig zurückzuschicken. Und schlug eben als Mittelsmann und forderte das Bild erstmal nach Den Haag zu schicken zum Sammler Fritz Lücht. Das wiederum scheint Holzinger wieder einige Tage verzögert zu haben und notierte auf dem Telegramm, das sehen Sie unten in Bleistift, die Genehmigung zum Tausch kam unmittelbar nach dem Telegramm. Als die Zustimmungserklärung der Reichsbank eintraf, begann der Kriegszustand mit Frankreich, der 3. September. Das Gemälde blieb also doch in Frankfurt.
Holzinger versuchte die Genehmigung zum Tausch noch einmal zu verlängern, was abgelehnt wurde. 1940 erkundigte sich Holzinger bei Verwandten Gustavus Meyer, die in Deutschland lebten, nach dessen Gesundheitszustand und versuchte, nachdem Paris besetzt worden war, Erkundigungen über Knödler einzuholen bei der Sektion Kunstschutz der Wehrmacht. Im Juni 1942 meldete er das Gemälde beim Finanzamt als feindliches Vermögen an, und zwar der Galerie Knödler. Von Knödler wiederum hörte er Widersprüchliches. Oberstleutnant Hans Möbius, eigentlich Kunstgeschichtsprofessor in Würzburg, hatte von einem Angehörigen der Familie Knödler erfahren, dass man die Verhandlungen nun tatsächlich als abgeschlossen betrachtete. Offiziell, Holzinger gegenüber, wusste die Pariser Niederlassung nun nichts mehr von dem Deal. Nach Kriegsende versuchte Holzinger Tatsachen zu schaffen. 1946 meldete er die Hochgebirgslandschaft Segantinis im Central Collecting Point als Eigentum der Kunsthandlung Kolnagy an. Elsheimers Gloria aber war erst einmal verschwunden. Das Gemälde war zusammen mit anderen wichtigen Kunstwerken des Städel natürlich im Krieg ausgelagert worden. Als man die Kisten zurückbringen wollte, fand man eben jene Kiste nicht mehr, in der sich der Elsheimer befand. Mit ungefähr 100 anderen Gemälde des Städelischen Kunstinstituts. Dadurch findet sich tatsächlich die erste fotografische Abbildung von Elsheimers Gemälde in einer undatierten Broschüre, die zur Mithilfe bei der Wiederbeschaffung aufruft. Glücklicherweise war die Kiste mit der Gloria nun an einen falschen Bestimmungsort, nämlich zum Landeskonservator nach Marburg, verbracht worden und eben nicht gestohlen. Das allerdings stellte man erst im Frühjahr 1949 fest. Kolnagy war entsprechend verstimmt. Die erste nachgewiesene Kommunikation zwischen der Londoner Kunsthandlung und Direktor Holzinger fand statt, nachdem englische Zeitungen von der Auffindung der verloren geglaubten Städelgemälde berichtet hatten. We are wondering whether the Elsheimer painting is among these paintings that have now been found, and we should be grateful if you could inform us about it, schrieb einer der Direktoren sehr deutlich. Holzinger hoffte, den Tausch abschließen zu können, doch fühlten sich seine Geschäftspartner nicht mehr daran gebunden. Am Segantini war man nicht mehr interessiert. Verhandeln wollte Kolnagy fortan nur über den britischen Offizier der Fine Arts Section und über die Museum Section der amerikanischen Militärverwaltung. Ab September 1949, die Bundesrepublik war gerade gegründet worden, schrieb man einander wieder direkt über den Austausch von Bildern. Nun war doch wieder eine Landschaft von Segantini im Rennen. Doch zunächst gefiel den Kunden das andere Bild besser als das vor dem Krieg vorgeschlagene. Kurz rechts, die Gloria Elsheimers befand sich zu dem Zeitpunkt natürlich dann im Central Collecting Point, weil eigentlich klar war, dass das natürlich kein Städelbild ist, sondern eben Kolnagy gehörte. Deshalb war es schon übergeben worden. Holzinger brachte ein Gemälde von Hans Thoma mit einem englischen Motiv ins Spiel, dann Franz Lehnbachs Porträt des britischen Politikers William Edward Gladstone, dann aber auch einen Blumenkodex, wahrscheinlich einen von zwei Bänden des Florilegiums des Grafen Johannes von Nassau-Idstein aus dem 17. Jahrhundert. Kolnagy reagierte nicht. Zu Weihnachten besuchte Edmund Schilling dann Frankfurt, der frühere Leiter der grafischen Sammlung, der gemeinsam mit seiner jüdischen Frau Rosi Schilling 1937 nach London emigriert war und dort als Grafikexperte und Berater von Sammlern tätig war. Holzinger bat ihn, sich vermittelnd einzuschalten, was offensichtlich auch geschah. Im Juni legte Holzinger nach und bot ein Gemälde von Giacomo Guardi, obwohl es Eigentum des Museumsvereins sei, und eine Landschaft von Allard von Everdingen an. Es nützte immer noch nichts. Anfang Juli wies James Byam Shaw alle Bemühungen zurück und forderte eine schnellstmögliche Rücksendung. Holzinger schrieb einen extrem enttäuschten Brief
und informierte Schilling, der fortan noch einmal vermittelte. Denn dank Edmund Schilling wendete sich das Blatt überraschend. Jener hatte Francis Matthiessen getroffen, einem in Hannover als Franz Katzenstein geborenen Kunsthändler, der ihm erklärte, seit 1938 Miteigentümer der Elsheimerschen Gloria zu sein. Von da an ging alles sehr schnell. Matthiessen erwarb das alleinige Eigentumsrecht von Colnaghi und akzeptierte den Tausch gegen die Hochgebirgslandschaft von Segantini und gegen ein Gemälde von Franz Post. Künstlerisch ist es bescheiden, aber in Brasilien wird es geschätzt werden, vertrat Holzinger den Tausch intern. Der Segantini ist künstlerisch nur ein Bruchteil des anderen Bildes und hält sich neben diesem nicht, ist darum zu entbehren. Elsheimer ist dagegen für Frankfurt von allergrößter Bedeutung. Eine himmlische Versammlung von Propheten, Heiligen und Engeln um das Kreuz ist sicher von Elsheimer und eines der bedeutendsten Werke, wenn nicht das bedeutendste Werk, und würde eine Perle in der Galerie sein, so Holzinger. Es ist jetzt nur eine Fußnote. Aber nach den vorhergehenden 12 Jahren, 12 Jahre andauernden Schwierigkeiten, Elsheimers Hauptwerk für Frankfurt zu sichern, dauerte es noch einmal mehr als ein halbes Jahr, bis dass diese Tauschobjekte in London eintrafen. Sie wurden zunächst dem Central Collecting Point in Wiesbaden übergeben. Erst im Januar wurde eine Exportgenehmigung erteilt und das war wiederum Holzinger und dem Kurator Kurt Schwarzweller äußerst peinlich. Und sie mussten dann brieflich lesen, dass Matthiessen nie in den Tausch eingewilligt hätte, wenn er das dann gewusst hätte. Erst am 21. März 1951 wurden die Bilder bei Colnaghi abgegeben und einen Tag später konnte sie Matthiessen in Empfang nehmen. Schon am 23. September 1950 konnte Holzingers Mitarbeiterin Doris Schmidt den Erwerb der Elsheimer Tafel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung offiziell vorstellen. Nach einem begeisterten Brief an das Haus von dem Frankfurter Priester und studierten Zeichenlehrer Leo Peter war eigentlich dann auch klar, dass die Tafel mit dem kreuztragenden Kaiser Heraklius zum Kreuzaltar gehörte. Holzinger und auch der Kunsthistoriker Kurt Bauch hatten das dann ein Jahr später auch wissenschaftlich publiziert und schließlich konnte diese Tafel dann 1955 von Alec Martin angekauft werden. Das vorläufig letzte Kapitel im Leben des Kreuzaltars handelt denn auch von seiner wundersamen Vervollständigung. Es erlaubt wieder andere Einblicke in die Mechanismen des Kunstmarkts, die wir aber nur kurz streifen können. Das kannte man 1955. 1965 veröffentlichte Anna Maria Crino die Reinzeichnung, die Sie bereits ebenfalls kennen, welche eben erstmals auch eine bessere Vorstellung von der Rahmung der einzelnen Tafel vermittelte. Wie die als Grabung nach den Kreuzen beschriebene Tafel aussah, vermutete man schon seit geraumer Zeit aufgrund einer Zeichnung. Die Tafel selbst wurde gemeinsam mit einer zweiten im Jahr 1971 publiziert und im gleichen Jahr auch vom Städtischen Museumsverein erworben. Ein Jahr zuvor wurde auch die Einschiffung der Kaiserin Helena bekannt, die schließlich 1975 mit Spenden der Imprimatur Gemeinnützigen Gesellschaft und einer Spendenaktion des Städtischen Museumsvereins erworben werden konnte. 1978 tauchte eine Tafel auf einer Londoner Versteigerung auf, die als italienische Schule des 17. Jahrhunderts angeboten wurde. Jack Baer von der Kunsthandlung Hazlett, Gordon & Fox bemerkte das und schließlich konnte mit Mitteln einer weiteren Spendenaktion das Gemälde ebenfalls für den Museumsverein erworben werden. Die Frage nach dieser
Und der allerletzten Tafel dürfte ein kunsthistorisches Detektivspiel gewesen sein. Und tatsächlich tauchte 1981 die Befragung des Juden in australischem Privatbesitz auf, die dann ebenfalls in London zur Auktion kam. Zu diesem Zeitpunkt war kein anderer Käufer mehr denkbar als das Städel. Spätestens nach dem Ankauf der Einschiffung der Kaiserin Helena muss man hier über eine Rahmung als Ensemble nachgedacht haben. 1976 beauftragte der Museumsverein dann tatsächlich den Londoner Rahmenmacher Paul Levy, den aus dem historischen Dokument bekannten Rahmen nachzuerschaffen. Der Rahmen, wie wir ihn heute kennen, hat zwischenzeitlich auch mal einen Sockel bekommen, den es heute nicht mehr gibt. Und bei aller Kritik, die man zu der Rekonstruktion im Einzelnen äußern kann, Paul Levys Nachschöpfung ermöglicht es heute, das Ensemble so zu betrachten, wie es von Elsheimer ursprünglich gemalt und von Juan Gaston Perez und Cosimo de' Medici geschätzt worden war. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich habe hier hinten zumindest einige Literatur noch aufgeschrieben. Vielen Dank.